Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide, Gwent Guide. Diesmal dreht es sich um das Monster Control Deck von mir. Es ist ein sehr, sehr mächtiges Deck mit einer sehr hohen Erfolgsquote. Ich stelle euch das Deck mal so gut wie möglich vor, welche Taktiken möglich sind und welche Kombinationen ich für welche Runden benutze. So, aufpassen! Wir fangen doch einfach mal mit einer tollen Legendären an, und zwar ist es meiner Meinung nach einer der stärksten Legendären. Und zwar ist es Karantia. Karantia hat einen sehr coolen Effekt, und zwar generiert er Frost und beschwört zwei Diener der wilden Jagd. Diese Diener der wilden Jagd, die sind gegen Frost immun, also macht ihnen der Wettereffekt Frost auch gar nichts aus. Das ist also die perfekte Karte für das Deck. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Dadurch, dass er Frost generiert und wir hauptsächlich Kreaturen im Deck haben, die gegen Frost immun sind, jedenfalls in der vorderen Reihe, werden die Gegner geschwächt durch den Frost und unsere bleiben unberührt. Entweder sind unsere Kreaturen immun, so wie diese Reihe hier, oder der ist natürlich auch immun, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Eisriese auch noch gebufft wird, wenn Frost auf der Fläche besteht. Das heißt, er bekommt 7 Stärke dazu und hat dann einfach mal 14 Angriff. Das geht natürlich weg, wenn Frost auch weggeht, ist klar. Aber ansonsten sehr, sehr cool. So, jetzt ein paar Kombinationsmöglichkeiten mit diesen Karten. Und zwar, wenn wir den Man hier ausgespielt haben und die vordere Reihe auf minus 1, also wenn derjenige natürlich auch schon Kreaturen vorne hat, minus 1 hat, können wir den Soldat der wilden Jagd spielen, demjenigen einen Schaden zufügen, ihn damit aus dem Spiel nehmen oder auf den Friedhof schicken und der Man bekommt dann noch 2 Angriffsstärke dazu. Das ist eine richtig, richtig coole Kombination. Was ihn hier so besonders macht, nicht nur ist er gegen Frost immun, sondern wenn wir ihn ausspielen, ruft er alle Kopien derselben Karte, die wir im Deck haben, aufs Feld. Extrem praktisch. Damit können wir sehr schnell sehr hohe Stärke aufbauen. Okay, so, dann haben wir die obere Reihe etwas abgehakt. Geralt sollte euch ein Begriff sein, wenn ihr Gwent mal schon gespielt habt. Ist halt eben eine goldene Karte, ist ebenso unberührt, wenn wir sie vorne in der Angriffsreihe spielen. Von daher relativ unrelevant. So, jetzt in der zweiten Reihe haben wir angeführt vom Waldschrat. Der generiert Nebel und 3 tollwütige und generiert halt eben 3 tollwütige Wolfeinheiten. Das sind 3 Einser-Kreaturen, die dann vorne beschworen werden. Und ob die jetzt geschwächt werden vom Frost oder nicht, ist unrelevant, weil die haben ja sowieso 1-1. Der zweite Vorteil ist, dadurch, dass wir diese Neblinge noch im Deck haben, werden die, wenn Nebel beschworen wird, aufs Feld gerufen und gebufft. Die werden quasi um 1 gebufft, dann haben sie jeweils 2 Stärke. Das richtig, richtig coole ist, wenn der Nebel vernichtet wird, okay, erster negative Punkt, wenn Nebel vernichtet wird oder wegkommt, dann werden leider auch die Neblinge ausgelöscht. Jedoch, wenn noch einmal Nebel erscheint, weil wir eine Nebelkarte ausspielen, werden die vom Friedhof erneut aufs Feld gerufen. Also können wir sie quasi 2-mal aufs Feld rufen. Und das macht die schon ziemlich mächtig. Wenn wir dann Nebel auf dem Feld haben, haben wir hier noch den alten Nebling. Der ist immun gegen Nebel, ganz klar, und wird vom Nebel gebufft und hält bei Beginn unseres Zuges immer eine Stärke dazu. Sprich, er wird immer mächtiger und mächtiger pro Zug. Auch richtig, richtig cool. So, da haben wir noch das Wasservibe, unsere einzige Katapultkarte. Und zwar ist sie immun gegen Regen und generiert Regen. Den habe ich halt eben drin, dass wenn wir gegen Decks spielen, die halt eben viele Katapulte benutzen oder sonst irgendwelche Karten in dieser Reihe, können wir die wenigstens da ein bisschen schwächen und vielleicht da schon mal eine Wetterkarte rausholen, um dann die richtigen Sachen zu machen. Ne, ihr wisst schon. Okay, so, jetzt haben wir noch ein paar Sonderkarten drin.
Und zwar darf das Horn des Kommandanten natürlich nicht fehlen. Das können wir dann auf irgendeiner Reihe spielen, wo wir halt eben die meisten Kreaturen haben, wo wir es als sinnvoll erachten und verdoppeln einfach mal die Stärke sämtlicher Einheiten. Dann haben wir noch Altsurs Donner. Er verringert die Stärke von einer Nicht-Gold-Einheit um 6. Damit können wir halt relevante Karten vom Gegner, die jetzt für das Spiel wichtig sind, die zum Beispiel in 2 Runden irgendwas aufs Feld beschwören, die können wir dann einfach mal wegrocken. Na, ganz klar. Einfach Control, deswegen ist es ein Monster-Control-Deck. Dann der beißende Frost. Falls wir den Man nicht haben, doppelt hält besser, ne? Ihr wisst, wie es ist. Dann natürlich auch noch der Nebel. Auch hier die Devise doppelt hält besser. Und Verbrennen haben wir auch noch drin, falls der Gegner doch krasse Sachen macht. Dann können wir die Motherfucker auch noch ein bisschen verbrennen. Dann haben wir noch den Schwalbentrank. Er erhöht die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit um 8. Und falls es ein Hexer ist, betrifft uns jetzt nicht. Wir haben zwar einen Hexer drin, aber eine Goldkarte kannst du damit nicht aufrüsten. So. Dann haben wir noch Regen. Sie erzeugt zwar schon Regen, aber damit können wir auch noch Regen erzeugen. Und dann doppelt schwächen. Schon alles gar nicht so schlecht. Okay, das soll es dazu gewesen sein. Noch ein bisschen Taktikgespräch. Und zwar, meine Taktik wird sein, in der ersten Runde, so wahr es mir möglich ist, Geralt zu bekommen. Diesen in Kombination mit den Mans, die wir dann aufs Feld beschwören können. Oder werden wir auch als allererstes tun. Frost, den Eisriesen und eventuell einen Schwalbentrank. Dann die ganze Sache beenden, wenn er es nicht vorher schon beendet hat. Dann haben wir die erste Runde schon mal komplett in der Tasche, Leute. In der zweiten Runde würde ich gerne den Waldschrat auf der Hand haben, oder es jedenfalls versuchen. Und es mit den Neblingen eben rauszuhauen, die ganze Sache. Dann haben wir natürlich noch den Karantier, den wir dann auch flexibel einsetzen können. Das Deck ist relativ flexibel, also da können wir auf jeden Fall Sachen machen. Das werde ich euch am besten einfach mal im Game erklären. Okay Leute, dann würde ich sagen, springen wir doch einfach mal ins Spiel rein. Bis gleich. Wir werden nicht verhandeln. Da wären wir auch schon. Unser erster Gegner wird vom Volk, wie heißen die nochmal? Sochatel? Skoyatel, genau, Skoyatel. Ich will immer irgendwas mit Social sagen, so voll sozial. Skoyatel, so. So, gucken wir doch mal. Der Nebling auf jeden Fall weg. Den niemals auf der Hand behalten. Das sieht vollkommen okay aus. Wir werden jetzt am Anfang wahrscheinlich mit den Neblingen die ganze Sache versuchen. Oder mit dem Reiter der wilden Jagd. Das wäre auch nicht schlecht. Nebel, Frost. Ist es eigentlich voll in Ordnung? Das können wir so lassen. Okay. Die Fähigkeit vom Volk der Skoyatel. Die können am Anfang der Runde aussuchen, wer anfängt. Er hat entschieden, selbst anzufangen. Und spielt Elfenkrieger-Tänzerin. Die erhält jedes Mal 4 Stärke, wenn ein Überfall ausgespielt wird. Also wisst ihr schon mal, was uns erwartet. Überfälle ohne Ende. Nimm eine beliebige Einheit auf deiner Seite, auf deiner Hand und spiele sie sofort wieder aus. Aha, okay, die kannte ich jetzt auch noch nicht. Interessant. Okay. Geralt spiele ich erst als zweites aus. Wir legen erstmal vor. Wir müssen den hier spielen, weil wenn wir in der zweiten, wenn die also jetzt das Spiel, also die Runde passen würden. In der zweiten Runde würden wir Karten ziehen. Und wenn dann einer von den Mans dabei ist, wäre das eine absolute Verschwendung. Und jede Karte ist da unheimlich wichtig. So, der hat schon mal 2 Stück, die gebufft werden. Ist jetzt aber alles nicht so schlimm. Das könnten wir mit dem Wasservibe komplett wieder zunichte machen. Also warten wir einfach mal ab.
bis er sie hochgebufft hat. Das ist doch mal ein Plan. Das ist doch mal ein Plan. So. Ich überlege gerade. Und zwar wäre jetzt eine Kombination mit Karantier gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt gerade relativ unnütz, ehrlich gesagt. Weil wir sowieso vorne nichts haben. Also spielen wir lieber einen Nebling. Wir haben ja noch den Waldschart und müssen einfach nur hoffen, dass wir den noch ziehen. Die Chancen stehen eigentlich mal ganz gut. Okay, er hat eine Falle. Fallen sind nie so gut, Leute. Sind nicht so gut. Falle auslösen, ja, nein, vielleicht. Gerade tendiere ich noch nicht so dazu, muss ich sagen. Gerade noch nicht. Bin überlegen, was ich jetzt alles mache. Geralt wäre jetzt gerade noch eine Verschwendung. Aber gut, die erste Runde wollen wir auf jeden Fall für uns entscheiden. Und das wären die Möglichkeiten. Alles cool. Ich würde sagen, wir spielen das Wasservibe und beenden die ganze Geschichte. Okay, entweder spielen wir das Wasservibe oder löschen die 7-7er komplett aus. Ah, das heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. Wenn wir schon diese Möglichkeit haben, dann machen wir das doch. Ich treffe immer. Okay, der hat das Wasservibe zwar ausgelöscht und hat damit vielleicht gehofft, dass auch der Effekt weggeht. Na, dem ist nicht so. Okay, wir beenden unseren Zug. Also wir passen, nicht beenden unseren Zug, ich bin doch voll auf Legends. Und gucken mal, was uns erwartet. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch groß Sachen macht. Der beendet die Sache genauso. Er wäre dämlich, wenn er jetzt noch irgendwas legen würde. Der würde absolut Karten verschwenden, außer er hat irgendwelche krassen Karten, die das Spiel komplett wenden. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Oder eben eine Wetterkarte, die den Regen wieder wegnimmt. Das wäre halt eben eine Möglichkeit. Okay, er macht wallig Sachen, Leute, er macht wallig Sachen. Das ist ein Riesenfehler meiner Meinung nach, weil er jetzt zwei Karten weniger hat als ich. Jetzt haben wir Gleichstand, das war auch nicht so clever. Jetzt hat er deutlich mehr weniger Karten als ich. Und jetzt passt er. Das war so eine ziemliche Nullnummer. So, wir beide haben jetzt was generiert. Gut, wir haben einen tollen Effekt. Also unsere Klasse hat einen tollen Effekt. Und zwar bleibt immer eine Kreatur, eine zufällige Kreatur, am Ende übrig auf dem Feld. Also die nehmen wir dann mit. Wenn wir Glück haben, ist es eine sehr starke. Wenn wir Pech haben, irgendwie der letzte Rost. Rotz. Rost. Okay. Dann machen wir doch da mal weiter. Jetzt haben wir leider keinen Waldschrat gezogen. Das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Aber wir gehen hier all in, denn wir wollen ja die ganze Sache für uns entscheiden. Das heißt, wir spielen erstmal den Nebling. Den können wir leider nicht buffen.
Jedenfalls nicht mit einem Nebel. Doch, wir können es mit einem Nebel buffen. Mich geirrt. Wir können auf jeden Fall Sachen machen, Leute. Wir können auf jeden Fall Sachen machen. Das werden wir jetzt auch tun. Der könnte sie auslöschen. Ich würde sie lieber jetzt erstmal damit buffen. Bevor er sie auslöschen kann. Und in der nächsten Runde setze ich dann den Nebel ein. Der will die tot sehen. Der will die eindeutig tot sehen. Oh weh. Na gut, dann setzen wir den Nebel ein. Jetzt kommen unsere Neblinge. Die werden vom Nebel dann dementsprechend auch gebufft. Jetzt hat er eine Karte ausgespielt, die drei meiner Karten, also drei meiner Monsterkarten schwächt. Nee, genau, die schwächsten gegnerischen Nicht-Goldeinheiten um 1. Ist akzeptabel. Dann beschwören wir den zweiten. Den zweiten alten Niebling. Wir werden nicht verhandeln. Sie können sich verstecken, aber es gibt kein Entrinnen. Okay, da konnte einen loswerden. Sieht trotzdem nicht allzu gut für ihn aus. Wir können hier auf jeden Fall noch eine Menge Sachen machen. Wir spielen unseren Eredin aus. Das ist unsere Spezialfähigkeit unserer Heldenklasse. Wir beschwören ihn selbst aus Feld. Denn ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn man etwas richtig gemacht haben möchte, dann macht man es selbst. So. So schaut's nämlich aus. Okay. Ja, dann beschweren wir den Mann. Der kann sowieso nicht mehr viel machen. Die Sache ist eigentlich gelaufen. Es gibt keinen Entkommen. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Der Winter naht. Der Winter naht. Okay. Dann löschen wir den Mann doch mal aus mit seinen 16 Angriffspunkten. Damit hat er nicht gerechnet. Okay, dann hat sich jetzt die Runde auf jeden Fall für uns entschieden. So, dann können wir das auf jeden Fall beenden. Wir haben deutlich mehr Punkte als der Gegner. Und schon haben wir gewonnen. Na, ist doch gut gelaufen. Wir senden ihm ein gutes Spiel. Dadurch bekommt er ein paar Crap-Punkte. Damit, wenn er die eben gesammelt hat, kann er Karten craften. Da bin ich mal dankbar dafür, von daher sowas machen wir dann auf jeden Fall weiter. Jetzt kommen wir zur Belohnung hier. Ich habe auch 5 Crabs bekommen, da er mir ein gutes Spiel gewünscht hat. So, wenn wir noch einmal gewinnen, dann kommen wir hier zu diesem lustigen Fragezeichen und dann kann da irgendwas drin sein. Entweder Crabs oder vielleicht auch eine Karte oder lassen wir uns da einfach mal überraschen. Okidoki, Leute, dann springen wir doch sofort ins Zweite. So, da wären wir auch schon. Und schlagen den Wichsern mal die Fresse ein. Wir kämpfen gegen Voltest. Wird auf jeden Fall ein hartes Match. Erstmal, ganz wichtig, der Nebling muss weg. Dann die zweite Karte davon. Und wir brauchen den Regeneffekt jetzt noch nicht. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Wir haben nichts doppelt. Damit können wir auf jeden Fall schon mal Sachen machen. Das ist nicht dein Tag. Da beginnt er gleich mit Geralt. Das Heftige an der Fraktion ist, dass jedes Mal, wenn eine goldene Karte ausgespielt wird, diese Karte 2 Angriffsstärke bekommt. Das ist schon ziemlich immer. So, wir halten einfach mal gegen mit den Reitern.
Was den nächsten Zug betrifft, bin ich gerade noch im Grübeln. Für den König! Okay, er geht auf Belagerungseinheiten. Da muss ich gerade mal gucken, was die noch macht. Verwandle diese Einheit nach 2 Zügen in eine Goldeinheit und setze ihre Basisstärke auf den aktuellen Wert. Und da könnten wir ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Mit unserem Wasservibe. In der nächsten Runde. Oder wir löschen den Man einfach mal aus. Aber ob das... Er hätte dann 6 durch den Effekt der Fraktion. 6, 6, 6. Wir könnten ihn jetzt schon mal zwingen, eventuell eine Wetterkarte auszuspielen, falls er eine hat. Spielen wir einfach mal unser Wasser rein. So, falls er eine Wetterkarte hat, wird er die höchstwahrscheinlich jetzt auch spielen wollen. Was ich ziemlich feiern würde. Okay. So, die wird eine lustige Dreier-Goldeinheit, glaube ich. Jetzt bin ich im Überlegen. Wollen wir Karantier spielen? Oder den Waldschrat? Der Waldschrat wäre jetzt ein bisschen besser. Was heißt ein bisschen? Der wird deutlich besser. Obwohl ich auch mit dem alten Nebling einverstanden wäre. Da wir hier erstmal Nebel haben. So, jetzt ist er eine Dreier statt einer Sechserkarte. Das ist schon mal gut für uns. Der hier hat auch einen sehr guten Effekt, und zwar erhöhe die Stärke all deiner anderen Kopien von Haudegenjäger um 1, egal wo sie sich befinden. Spiele nach 2 Zügen eine Kopie dieser Einheit aus deinem Deck aus. Immer munter! Also der liegt hier auf jeden Fall vor. In der nächsten Runde wird dann der zweite Man beschworen. Und wir spielen Nebel aus. Und beschwören mal unsere anderen Neblinge. Und schwächen diesen Man. Der andere taucht auf und wird ebenso geschwächt. So, das Gute ist, wir haben jetzt auf jeden Fall... mehr Sachen gemacht und Gleichstand, wie ihr seht, von der Punktzahl. Und das Gute ist, er wird jetzt in jeder Runde, jedes Mal, wenn wir am Zug sind, gebufft. Also er wird auf jeden Fall immer stärker. So, jetzt hat er unsere komplette vordere Reihe ausgelöscht. Das ist sehr bitter für uns. Wirklich sehr bitter. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir könnten passen. Wir könnten aber auch eine Karte vernichten. Das wäre die hier. Oder eine Karte von uns buffen. Ich entscheide mich für einen Buff. Und zwar buffen wir den Nebling. Soll er ruhig seine krassen Vernichtungskarten auspacken? In der ersten Runde ist das noch vollkommen okay. Jetzt sind wir wenigstens wieder gleich auf. So, jetzt hat er Verstärkung gespielt. Verstärkung bewirkt, dass alle Kopien derselben Karte aus dem Deck aufs Feld beschworen werden. Damit hat er jetzt natürlich Sachen gemacht, ne Leute? Damit hat er Sachen gemacht. Wir können aber auch Sachen machen. Und zwar löschen wir die einfach
Nein, fast hätte ich einen riesen Fehler gemacht. Und zwar, unsere Karte wäre ausgelöscht worden, wenn ich jetzt Verbrennen gemacht hätte. Deshalb spielen wir Frost aus. So, jetzt sind wir wieder gleich auf. Mit einem Wetter auflösen würde er die ganze Sache komplett umdrehen. Aber er passt, also haben wir die erste Runde für uns entschieden. Das ist schon mal cool. Dank unserem Nebling. Hype, Nebling, Hype. Oh, natürlich bleibt einer von den Affen auf dem Feld. Das heißt, der stirbt direkt. Okay, das Coole ist, wir haben Geralt gezogen. Das sind schon mal sehr gute Aussichten auf Erfolg. Wir müssen ja nur noch eine Runde gewinnen. Spielen wir den doch mal, oder? Spielen wir den doch mal. Soll er gleich mal vor Furcht erzittern? Der Typ. Soll er gleich mal erzittern? Haben Sie mich nicht vergessen? Das ist schön. Er zieht eine Karte nach. Oder, ja. Ziehe Karten erneut. Hab ich was ausgesetzt? Ausgetauscht. So. Da sollten wir erstmal abwarten, was eventuell noch so kommt. Mit den ganzen Wettersachen. Das hebt er sich hundertprozentig für den kompletten Schluss auf. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen würde ich gerne nicht allzu krasse starke Sachen spielen. Jetzt am Anfang. Gut. Ja, das wäre jetzt das Beste, was wir machen können. Ich lösche den jetzt aus. Bevor wir da ewig warten. Und der den noch irgendwie bufft oder so. Wir halten die Obermacht. Truppen hierher, okay. Das werden wir verhindern müssen. Der möchte die Elite-Kämpfer, nämlich 3 Stück von denen, aufs Feld bringen. Und wenn alle 3 zusammenkommen, werden sie zu einer Goldeinheit. Und dann werden alle 3 gebufft. Und schon hat er ziemlich starke Kreaturen auf dem Feld. Das werden wir mit Verbrennen zu verhindern wissen. Das Ding ist aber, ich würde sagen, wir generieren erstmal Frost. Ja. Es gibt keinen Kommen. Wir generieren erstmal Frost. Und die 2 Wildhunde. Okay. Was macht er? Hä? Er hat aufgegeben quasi. Okay, schade. Ich habe gehofft, er würde sich mehr wehren. Gut, dann haben wir das auch einfach mal gewonnen. Ja, wir schicken ihm ein gutes Spiel. Und guck mal, was wir an Kriegsbeute bekommen. Tada! Wir bekommen 15 Erz und 5 Crabs. Also mit Erz können wir die Kartenpacks kaufen. Wenn wir 100 zusammen bekommen, dann ja, können wir eben ein Kartenpack kaufen. Mir fehlen noch 70. Leutsch, mir fehlen noch 70. Okidoki, dann. Da war zu wenig Skill, Leute. Da war zu wenig Skill. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein Spielchen spielen. Wir springen direkt wieder rein. Zerschmettert das Gewürm! So, da werden wir auch schon. Wir kämpfen gegen Edzard. Diesmal schon wieder gegen Volltest. Okay, mal gucken. Der Nebling muss mal wieder weg. Boah, das sieht jetzt richtig schlecht für uns aus. Richtig, richtig schlecht sogar. Der Man muss weg. Das sieht richtig schlecht aus. Das Wasserweib lassen wir mal. Die wird auf jeden Fall noch nützlich sein.
Aber einen Donner entfernen wir mal. Jetzt haben wir leider keine unserer mächtigen Kreaturen. Da kann ich einfach nur hoffen, oder da besteht einfach die Chance höher, dass wir die dann in der zweiten Runde ziehen. Dann müssen wir einfach ziehen. So, wir machen den Auftakt und den machen wir natürlich mit den drei Reitern. Ausgelöscht! Ausgelöscht! Ja, doof, ne? So viel dazu. Scheiße. Wir haben leider auch keine Möglichkeit, unsere Nebligen zu buffen. Das ist doof, Leute, das ist doof. Was wir tun könnten, wäre jetzt einen Eisriesen zu spielen, diesen dann mit beißender Frost zu buffen und dann die Sache zu beenden, ne? Was willst du denn so sonst machen? Ah, du hast also nachgedacht. Okay, er setzt eine Karte. Da würde ich sagen, löschen wir diesen Man doch einfach mal aus. Gucken wir mal, dass wir da so ein bisschen voranschreiten können. Interessant. Benutzen wir Frost. Damit ist der auf 10 hoch. Stampf die Elfen in den Sand! Und er bufft sie und gibt ihr 4 Angriffspunkte und damit hat er mehr als wir. Wir könnten jetzt mit Eredin um die Ecke kommen. Das werde ich auch tun. Wir wehren uns jetzt einfach nur mal ein bisschen. Was willst du? Und er bufft seine Karte hoch. Das heißt, wir könnten jetzt entweder unser Wasserweib spielen, was uns ein bisschen mehr voranbringt. Oder wir löschen diese Karte komplett aus. Oder wir buffen die Seite und verdoppeln. Komplett. Das wäre jetzt irgendwie zu heavy. Ich glaube, ich verbrenne einfach mal die 13er. Obwohl, wir warten, bis sich irgendwas Besseres ergibt. Ich denke, das Wasservibe wäre cleverer. Wir spielen das Wasservibe. Dann ist der Unterschied nicht so krass hoch. Ist er gezwungen, jetzt noch Karten zu spielen. Und das Gute ist, wir können den Soldaten der wilden Jagd einsetzen, um den hier zu vernichten. Wir sind pleite. Und er wird dann großzügig gebufft, ne? Das ist auch richtig gut. Was hat denn der jetzt gemacht? Normalerweise hat er einen richtig guten Effekt. Und zwar spiele eine Kopie einer Bronzeeinheit auf deiner Seite aus dem Deck aus. Scheinbar hat er die nicht. Oder er hat gedacht, er hat die vielleicht, aber hat sie nicht. I don't know. Okay, wir spielen diesen Man und löschen die aus. Er wird gebufft dadurch, dass wir den vernichten konnten. Und hat jetzt 6 statt 4. Damit haben wir schon mal sehr gut vorangelegt. Zerschmettert das Gewürm! Okay, die könnten wir auslöschen. Die Braut. Damit hätten wir auf jeden Fall mehr. Wir hätten da mehrere Möglichkeiten, mehr zu haben. Machen wir das lieber mal. Wir verbrennen die Braut. Dann hat er 17 weniger. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass er passt. Jetzt wäre eine wirklich gute Gelegenheit, um zu passen. Ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, wir haben dann schon mal die erste Runde für uns entschieden. Und jetzt können wir nur beten, dass wir ein paar goldene Karten ziehen. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe nur kein Nebling. So diese kleinen Motherfucker. Yeah, der Frosttypi bleibt.
Jetzt müssen wir nur noch was Frostmäßiges ziehen. Also wirklich, in diesem Spiel sind wir gerade ein bisschen verflucht. Denn das ist echt krasse Rotze, die wir haben. Richtig krasse Rotze. Oh Mann, Leute, das kann was werden. Also, jetzt können wir gar keine Kombination machen. Ey, was für eine Scheiße. Also, jetzt muss er uns einfach fertig machen. Immer munter! Okay, ich kann mir schon mal vorstellen, was da kommt. Ich nehme mir den Nebling auch noch aus. Männer, an die Waffen! Okay. Wir könnten den Typi schwächen. Könnten wir tun. Es gibt keinen Kommen. Schwächen wir den einfach mal. Wir können ja sowieso nicht mehr viel machen. Immer munter! Außer zu sterben. Okay, dann haben wir das den Wettereffekt. Und dann werden wir diese Reihe mit dem Horn des Kommandanten verdoppeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das uns rettet. Das gibt Ärger. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. So. Also. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Ja, aber das schaffst du damit nicht. Damit hat er es auch schon gerissen. Okay, jetzt kommt's extremst aufs Luck an. Wenn wir Glück haben, bleibt ein Nebling übrig. Und wir ziehen irgendwas Krasses. Jawohl, es bleibt ein Nebling übrig. Schon mal sehr, sehr gut. Denn der Mann hat 12. Und da haben wir halt ein bisschen Pech, ne? Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Da haben wir gerade ein bisschen Glück. Und da hat er dich geschwächt. Wir kriegen die aber vom Feld, lustigerweise. Und er wird gebufft. Damit haben wir 16. Und jetzt sehen die Karten wieder, die Seiten wieder anders aus. Und wir haben es gerissen, Leute. Mit so einem unglaublich schlechten Hand haben wir es wahrlich gerissen. Oh, das feiere ich gerade mega. Also, das kommt relativ selten vor eigentlich, dass es wirklich so schlecht ist. Aber gut, wir haben gesiegt. Das ist eigentlich so das Wichtigste, ne? So schaut's aus, Leute. So schaut's aus. Okay, Leute. Okay. So. Wir haben jetzt 3 Spielchen gemacht, 3 gewonnen. In den nächsten Folgen werde ich weiter mit dem Deck spielen und es einfach mal verfeinern. Und da werdet ihr viel, viel mehr Taktik sehen, viel mehr, was das Deck alles so kann. Von daher schaltet wieder ein und begleitet mich bei unserer Siegeserie. Okidoki, Leute, dann checkt einfach mal die anderen Videos aus, die ich irgendwo hier so verlinkt habe. Ansonsten einen Daumen nach oben, ein Abo, ich würde mich mega freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.